hat euch Frankfurt überrascht mit etwas, was sie gemacht haben? Nein. Nein, also Frankfurt, so wie die jetzt aufgetreten auch sind, gerade auch gegen Mainz, war das sehr, sehr ähnlich gewesen. Ich finde, wir haben da ein bisschen mehr Kontrolle gehabt, gerade in den Phasen dann halt dann auch in der zweiten Halbzeit. Aber dann kriegst du halt zwei Standard-Gegentore und dann so, dann hast du dann schon noch gemerkt, so Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, der Glaube dann auch, dann doch das Spiel noch zu drehen, das war dann kurz weg gewesen, in diesen 8 bis 10 Minuten. Und als dann wir daran geglaubt haben und glaube auch mit den Wechseln dann auch noch mal ein bisschen was bewirkt haben, dann hat man ja auch gesehen, haben sich nie aufgegeben. Ne? Und sonst machst du halt nicht das 4:2, sonst kriegst du nicht nochmal ein Abseitstor. Da haben wir schon auch noch mal ein bisschen was versucht. Also aufgeben haben die Jungs sich nicht. Was glaubst du, warum die Abwehr momentan nicht so sattelfest wird? Wir müssen halt ein bisschen aufpassen halt so. Sag mal, 2 Wochen vorher haben wir eigentlich erzählt, wir sind stabil und so. Und mit 2 Spielen dann alles wieder in Frage zu stellen, glaube ich, sollte man nicht tun. Aber du hast natürlich recht, wir haben in den letzten beiden Spielen zu viel Gegentore bekommen. Und man muss aber sehen, die Art und Weise der Gegentore, die wir gekriegt haben. Und das ist dann einfach zu einfach. Ja, und wenn du halt dann Standard-Gegentore bekommst, das hat was zu tun, dann halt auch einen Wille zu haben, dann da zu verteidigen. Da geht es oft Mann gegen Mann und da hat man halt das Nachsehen. Da war einfach der Gegner dann robuster und hat das Tor, die Tore dann mehr gewollt, als wir das verteidigen. Ne? Hinten raus noch einige Chancen dann auch noch zugelassen. War das dann einfach dem geschuldet beim Stand von 4:2, dass man einfach nochmal alles versucht? Na klar. Wobei auch da wir nicht gut verteidigt haben. Auch da gibt es Situationen, gerade im Übergang, wo wir die Räume nicht so gut besetzt gehabt haben, wie noch in den Wochen zuvor. Also auch da kann man besser Rest verteidigen. Ist natürlich, also was mir halt aufgefallen halt auch ist, boah, die Frankfurter hatten echt ein breites Kreuz. Also sie hatten, die Brust war raus und der Wolf spielt gerade die Spiele seines Lebens halt einfach auch. Das hat auch Nico Kovac gesagt, das war auch schon gegen Mainz so halt. Auf einmal in einer offensiveren Position als noch in den Wochen zuvor. Und da merkst du halt, was Selbstvertrauen auch ausmacht. Ne? Und das haben wir halt nach 2:1 nicht mehr gehabt. Und dann hat man gesehen, wie wichtig ist dann auch, dass es positiv die Dinge laufen. Und das hat die Frankfurter dann auch gut demonstriert. Dann, ne? Was macht das jetzt für euch mit Blick auf die nächste Woche, mit Blick auf Hannover? Ja, also es hat sich nichts verändert. Es ist ein Spiel weniger. Die Mannschaften, die direkt vor uns stehen, haben auch verloren. Und ich habe immer so das Gefühl, dass alle so drauf aus sind, dass ich irgendwann mal aufgebe. Ja, auch, ich sag mal, auch die Fragestellung jetzt, ne, was macht es aus? Macht gar nichts aus. Wir haben wieder die Möglichkeit, in einem Heimspiel auch wieder ein bisschen näher ranzukommen, halt auch, weil auch die anderen Clubs gerade nicht punkten und da werden wir auch alles für tun. Also solange es möglich ist, werde ich immer auch genau das sagen und auch versuchen, das Positive mitzunehmen, ohne natürlich, dass wir das intern auch das Negative analysieren. Ne? Also das ist das, was ich im Vorfeld gesagt habe. Die 3 Spiele waren erfolgreich, aber auch da haben wir nicht nur Gutes gesehen. Und bei den Niederlagen sehen wir jetzt auch nicht nur Schlechtes. Und wir müssen halt die richtigen Lehren daraus ziehen. Also ein Spiel weniger macht ja auch was für euch. Also das setzt euch ja noch mehr unter Druck, dass ihr noch mehr in die Situation kommt, dass ihr eben Siege oder 3 Punkte braucht, ja, aber man vorher sagen könnte. Aber ihr habt alle vom Wunder gesprochen. Und dann können wir jetzt nicht davon reden, dass es eigentlich normal sein sollte. Das war, also das wird ein Wunder sein, wenn wir es schaffen. Also wenn du 3 Punkte in 14 Spielen gehabt hast, das hast du halt noch nie gehabt in der Bundesliga-Geschichte. Jetzt sind wir näher rangekommen. Jetzt dürft ihr mir aber nicht es antun, dass ihr mir jetzt erzählt, dass jetzt schon wieder alles vorbei ist. Also dafür ist der Punkteschnitt noch okay, müssen aber weiter zulegen und wir gehen es halt wieder an. Ne? Da geht mir jetzt gerade das Negative, geht mir jetzt zu schnell. Ne? Und selbst dann, wenn du gegen Hannover nicht gewinnen solltest, wir müssen sehen, was bei den anderen Partien passiert. Auch dann wird nicht alles vorbei sein. Also wir können nicht von einem Wunder sprechen und am 22. Spieltag soll es kein Wunder mehr geben dürfen. Das geht mir zu schnell. Du hast
personell ein bisschen experimentiert auch in den letzten Wochen. Du hast beispielsweise versucht, einen Sturmpartner zu Simon Terodde zu finden. Wie weit bist du da in der Suche nach der richtigen Konstellation? Also die beste Konstellation war eigentlich Osako. Das kann man auch so klar formulieren. Also das war die beste Konstellation gewesen bis dato. Gestern hat einfach die Abstimmung mit John nicht so ganz gepasst. Das hat man auch gemerkt. Man hat auch gemerkt, dass John einfach noch Nachholbedarf hat nach der schweren, langen Verletzung, die er gehabt hat. Was auch völlig normal auch ist. Also auch da haben wir gesehen, dass wir da noch mit ihm noch arbeiten müssen, damit er dann auch die nächsten Schritte macht. Leider ist Gyrassi ausgefallen. Mit Julia leider einen Ausfall gehabt nach Lungenentzündung und Magen-Darm-Infekt, wo wir einfach auch aufpassen müssen, ne? Weil der gerade von einer Erkrankung, Erkältung zur nächsten kommt und sich auch nicht frisch gefühlt hat. Aber diese Konstellation hat mir bis dato am besten gefallen. Wie sieht es jetzt aus? Ich hoffe, dass er wieder normal trainieren kann. Er hat gestern auch trainiert, hat mir heute auch nochmal Zeichen gegeben, dass es ihm ein bisschen besser geht oder dass es ihm besser geht. Hatte letzte Woche aber einfach die Frische nicht gehabt. Und ich finde halt dann auch, dann musst du halt dann auch mal den anderen die Möglichkeit geben. Also wir reden davon, Endspiel 100%, und wenn ein Spieler keine 100% geben kann, aus welchen Gründen halt auch immer, dann kann es nicht sein, dass ich andere Spieler ihm dann nicht vorziehe. Und das war einfach so, und dann haben wir ein bisschen was gesehen und ist aber nicht aufgegangen. Und den Schuh ziehe ich mir auch an. Ja, wenn es andere Konstellationen gegeben hätte in der Woche, die ich dann gesehen hätte, habe ich aber nicht. Aber Fakt ist mal, das, was wir versucht haben, auch personell, hat nicht funktioniert. Und dafür stehe ich in der Verantwortung, ganz klar.